Yeshua Mashiach, Halleluja, ich danke dir, Herr, für deine Liebe und für diesen Moment, Herr. Danke, dass du uns also führst. Danke für dein Wort. Und ich bete, Yeshua Mashiach, dass du uns heute noch durch dein Wort befreit. Befreit von allen bösen Mächten, alle Sünden, Herr. Hilf uns, auf deinem Weg zu bleiben. Im Namen Yeshua Mashiach. Amen. Hallo, liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Also heute ist es schon also speziell und es wird also ziemlich hart sein. Also für die Leute, die sehr empfindlich sind, also ich bereite schon, ich rate euch schon also irgendwie, also diese Videos also nicht anzuschauen, für die Leute, die vor allem also die Wahrheit nicht ertragen. Weil heutzutage es gibt also sogenannte Christen und das passt überhaupt nicht also mit was die Bibel sagt. Halleluja. Das Thema heute, weiß ich nicht genau, wie ich das also nennen werde, aber wir sehen also, wie der Herr uns also heute führen wird. Aber eins müssen wir alle wissen, es gibt falsche Christen heutzutage. Und es hat immer gegeben, die Bibel sagt in 1. Johannes, er sagt ganz klar, es sind schon also Antichristen. Antichristen sind also die Leute, die gegen Christus sind. Also Antichristen sind und der Antichrist ist da, sein Geist ist da und es gibt schon viele Antichristen, die da sind. Deswegen also sagte ich am Anfang also diese Sendung, es wird also richtig knallhart, weil was der Herr also auf mein Herz legt, mir fehlen also die Wörter, aber das Wort, aber der Herr gibt uns sein Wort. Es gibt viele falsche Christen, weil die Definition also von Christen ist also so falsch verstanden. Falsch verstanden warum? Weil es auch falsch weitergegeben wurde. Obwohl Christen also mit Joshua, Jesus Christus zu tun haben. Es hat also mit Christus zu tun. Aber was sieht man also heute? Falsche Lehre, falsche Propheten, genau was der Herr schon prophezeit hatte. Wir hatten letztes Mal also von der Verführung gesprochen. Wir sind in einer Zeit von großen Verführungen. Die Leute werden verführt. Viel. Wir sehen also, wie die Welt heutzutage ist. Covid-19, also diese Pandemie und jetzt gerade also mit dem Thema Rassismus. Es ist schön, also dass mal also das Thema so hoch gepoppt wurde. Aber man sieht, die ganze Welt, es gibt also eine Erschütterung. Die ganze Welt wird gerade erschüttert. Und wo sind die wahren Christen? Das ist der Punkt. Letztes Mal hatten wir also von Vollendung des Zeitalters gesprochen. Und wir haben gesagt, wir haben in der Bibel gesehen, dass viele Leute verführt werden. Es hat auch Yeshua Mashiach gesagt, also in Matthäus 24 gesagt, es werden falsche Propheten kommen. Falsche Propheten, warum? Falsche Propheten, damit die Leute die wahren Christen also nicht mehr erkennen. Die sich sogar als Christen bezeichnen, sind nicht wahre Christen. Es ist so schwer heutzutage also ein echter Christ zu sehen. Also, was ist das? Also Christen bedeutet, Christ sind Leute, die Joshua, Jesus Christus folgen. Nicht die eine Konfession oder ein ganzes System, also eine bestimmte Kirche oder sowas also folgen. Nein. Und die Ekklesia, was wir also heute als die Gemeinde bezeichnen, die Ekklesia ist voll mit Leuten, die an Joshua, Jesus Christus, glauben, an sein Wort festhalten.
Aber was macht also der Verführer heute? Er bringt also eine falsche Lehre, falsche Christen. Es gibt so viele falsche Christen heutzutage. Und die Leute werden also richtig verführt. Ich bin die letzten Zeiten also ein bisschen, ich habe mich also mehr mit dem Internet, Facebook und Instagram, also solche Sachen also ein bisschen beschäftigt, und ich war so schockiert. Ich bin so schockiert. Ich stelle fest, also, dass viele Christen, sogenannte Christen, eingeschlafen sind. Eingeschlafen sind. Und verführt sind. Ein Christ steht für das Wort Yehoshua Mashiach. Ein Christ kann doch nicht sagen, okay, weil der da so ein bisschen gut über die Christen gesprochen habe, dann bin ich also mit ihm falsch. Nicht weil jemand also eine Bibel in der Hand trägt und zeigt, ich bin ein Christ, dass es also ein Christ ist. Die falschen Propheten, die wir also in Afrika, in Südamerika, in Amerika, in überall also sehen, die tragen also die Bibel. Die nehmen die Bibel. Ist doch so passiert. Also wenn ich also zum Beispiel diese große Lüge, diese riesige Sekte, die ich also als die katholische Kirche also bezeichne, welches Evangelium haben sie in Afrika gebracht? Die sind dort mit der Bibel gekommen, die sind nach Afrika gegangen und dann haben sie sich also als Christen gezeigt, aber eine falsche Lehre, falsches Evangelium haben sie dort also gebracht. In Amerika und viel überall auf dieser Welt haben sie so eine falsche Christentum also gezeigt. Und heute, die Leute, die sich also in diese Sekte befinden, ja, bezeichnen sich also als Christ. Ein Christ folgt Jesus Christus, Yehoshua Mashiach. Die haben so viele Lehre gebracht, so viele Sachen. Und heute gibt es sogar viele die Afrikaner, die Schwarzen, sagen, nee, das ist also das Christentum, gehört also die Weißen. Und. Wer sagt euch überhaupt, also, dass die katholische Kirche überhaupt das Evangelium in Afrika gebracht hat? Nein, falsch. Das stimmt nicht. Lies das Wort Gottes. Lies das Wort Gottes. Und dann sieht man also in dem Wort Gottes, also, dass das Wort, bevor diese falsche Lehre, diese Sekte schon also in Afrika gekommen ist, also zu dem schwarzen Kontinent kam, dass das Wort Gottes war schon dort. Guck mal, die Frau von Mose. Die Frau von Mose, die war Äthiopien, sie war schwarz. Sie war schwarz. Und wie war ihr Vater? Salomon und. Und diese Äthiopien da, auf dem Weg, also der das Wort, der Jesaja gelesen hatte, der getauft wurde und dann ging er so zurück nach Äthiopien. Meine Güte, Mose, könnt ihr mal also die Geschichte gucken? Wer hat euch überhaupt gesagt, dass diese falschen Leute da, diese Pfarrer, Priester, komische Leute, die so eine falsche Lehre in diese ganze Welt verbreitet haben, Christen sind? Ein Christ folgt Yehoshua Mashiach. Ein Christ folgt Jesus Christus. Allein, nicht Maria, nicht die Heilige, nicht bla 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 bla. Ich bin müde von dieser ganzen Sache, Wahnsinn. Es macht mich also richtig wütend. Wenn ich versuche, also letzte Mal, also der Herr wollte, dass ich mit einem, also meinen Nachbarn, also über Yehoshua rede, bespreche. Und dann trifft man nur Verletzten, die Leute, die verletzt wurden von diesem komischen System, von dieser Kirche, von Babylon, die Kirche des Teufels. Die Leute sind verletzt worden. Und was sehen wir also heute? Kinderschänder. Und alle diese Leute, die nennen sich also Christen. Ne? Also 25. Dezember oder 24. gehen sie in die Kirche, sind so fromm. Und Sonntag sind sie so, nehmen ihre Kommunion und blablabla. Falsch. Oh, Dinge, die Yehoshua Mashiach nicht mal gesagt hatte. Und was sieht man? Die große Verführung. Viele Leute werden verführt. Verführt. Oh. Einfach weil ein falsches Christus gezeigt wurde. Ach. Nehmen wir unsere Bibel in Matthäus Kapitel 25.
Ab Vers 1. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihre Lampen. Halleluja. Also, 10 Jungfrauen. 5 klug, 5 töricht. Oder dumm. Die Lampen hatten Öl da drin. Und ich möchte etwas hier zeigen, lieber Geschwister. Diese Lampen, also die Klugen hatten Öl genommen. Die anderen nicht, kein Öl. Das ist schon der Unterschied. Jungfrau, Jungfrau, ja, gleich. Aber beide hatten Lampen. Und eine Gruppe hatte Lampe mit Öl. Das soll uns etwas sagen. Dieser Unterschied, also dass eine Gruppe also Öl hatte, ist so entscheidend. Und die Lampen, was bedeutet überhaupt die Lampen? Oh, Halleluja. Oh, Joshua Mashiach. Die Lampe ist also, das Wort Gottes. Lampe soll also die Leute leuchten. Aber die Bibel sagt ganz klar, dass beide Lampen hatten. Und die Lampen sollen leuchten. Die Bibel sagt also, dass wir, Joshua sagte, dass wir das Licht der Welt sind. Aber es gibt also richtige Lampe und falsche Lampe. Die Lampe des Herrn hat also das Öl und die Lampe des Teufels hat also kein Öl. Und diese Lampe bedeutet auch das Wort. Es soll die Leute erleuchten. Es soll die Leute also die Augen aufmachen. Aber die Erleuchtung, nicht vergessen, es gibt also eine falsche Erleuchtung. Richtige Erleuchtung also von dem Herrn. Falsche Erleuchtung. Oh, kennt ihr also, es gibt diese, auf Französisch nennt man das also Cirque de Lumière. Es gab also eine Zeit, wo die Leute so eine Leuchtung hatten, also diese wissenschaftliche Sachen und. Das ist die Erleuchtung dieser Welt. So falsche Dinge zu erkennen, die Lüge dieser Welt. Aber die Erleuchtung des Herrn ist was anderes. Die Erleuchtung, wenn der Herr uns also erleuchtet, dann gehen wir auf seinen Weg. Laufen wir also mit ihm, machen wir also sein Wort. Halleluja. Ich lasse mich also leiten. Der Herr ist so wunderbar. Die Lampen sind die Menschen. Die Lampen sind die Menschen, die leuchten müssen. Aber es gibt also falsche Lehre. Die Leute glauben, dass sie gerade erleuchtet sind. Guck mal das Beispiel die Präsidenten, die geben an, also Christen zu sein, weil eine zum Beispiel, also Jerusalem, also die oh, Joshua Mashiach, eine hat also eine Prophezeiung, also eine Prophezeiung erfüllt, es wurde erfüllt. Das heißt nicht unbedingt, dass er ein Christ ist. Ja, okay, Jerusalem wurde als Hauptstadt also erkannt. Okay, gewisse Sachen, aber ist er ein Christ? Im Internet, meine Güte, so viele Leute unterstützen also einen Mann, einen Mensch. Die Bibel sagt also, vertrau nicht also auf Menschen, vertrau auf den Herrn. Das ist der Wahnsinn. Die Verführung, dass sogar Christen unterstützen das Falsche. Ja, das Falsche, sogar wenn es Flecken, schlechten Sachen da drin. Nein, zumindest da ist etwas Gutes, dann unterstütze ich. Nein, wir müssen Joshua Mashiach vertrauen. Ob das also ein Obama oder Trump oder keine Ahnung, irgendwelche, alle
sind überhaupt nicht so, die sind nicht von dem Herrn. In der Bibel hatte der Herr Cyrus genommen. Oder Nebukadnezar. War Nebukadnezar unbedingt, also in dieser Zeit, also als also jemand, der dem Herrn gefolgt hatte? Aber er hat einen anderen Gott gedient, aber der Herr hatte ihn trotzdem benutzt. Das heißt nicht unbedingt, dass wir seinen Weg also folgen müssen. Liebe Geschwister, öffnet die Augen. Die ganze Welt wird gerade erschüttert. Es gibt also eine falsche Lampe. Falsche Erleuchtungen. Leute, die gehen ins Internet und so und geben irgendeine falsche Prophezie. Falsche Lehre. Die geben sich also als Christ. Hier sieht man, haben sie Öl? Haben sie das Öl? Wissen sie, was das Öl bedeutet? Oh, Halleluja, Halleluja. Nehmen wir mal in 2. Mose. Also die Bibel sagt, in der Offenbarung, danke Herr, Offenbarung Kapitel 1. Halleluja. Offenbarung Kapitel 1, ab Vers 9. Ich, Johannes, eure Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und dem Königtum und dem Aussagen in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um das Wort des Gottes und das Zeugnis Jesus willen. Ich war an den Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie eine Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es in den 7 Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Vers 12, lieber Geschwister. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter, also 7 goldene Lampen. Halleluja. Halleluja. 7 goldene Leuchter. Und die Bibel sagt uns also am Ende dieser Kapitel, am Ende von Kapitel 1, was genau diese 7 Leuchter waren. Ab Vers 20, also in Vers 20, was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meine Rechten gesehen hast und die 7 goldene Leuchte betrifft. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchte sind die 7 Gemeinden. Halleluja. Halleluja. Also, und wenn ich zurückgehe, also in Vers 13, da steht: Und inmitten der Leuchte einen gleichen einem Menschensohn bekleidet mit einem bis zu den Füßen rechten Gewand und der Brust umgegürten mit einem goldenen Gürtel. Er war in der Mitte dieser Gemeinde. Liebe Geschwister, hier steht also, dass diese 7 Lampen, diese 7 Leuchten, die Gemeinde, die Ekklesia, Jehoshua Maschia waren. Halleluja. 7 Gemeinden in verschiedenen Städten. Und diese 7 Gemeinden, in der Mitte von diesen Gemeinden war der Herr Jehoshua Maschia. Er war da. Und es steht ganz klar, dass diese Leuchter, also die Gemeinde Jehoshua Maschia waren. Es gibt die Leuchter, die Lampen für Joshua und die Lampen für den Teufel. Die Lampen, die für den Teufel gehören, sind Lampen, die kein Öl haben. Kein Öl haben. Ja, warum Öl? Weil früher, damals, also in 2. Mose, lesen wir mal in 2. Mose, Joshua Maschia. 2. Mose, die Bibel sagt also, dass die Lampen wurden also mit Öl hatten sie also funktioniert. Also
In 2. Mose Kapitel 35, nehmen wir Vers 14. Also das ist also am Anfang Heiligtum, freiwillige Gaben. Also das, die Leute hatten Sachen gesammelt. Mose hatte gesagt, also sammelt die Sachen, die wir für die Heiligtum also brauchen. Zum Beispiel goldene Ketten, Sachen und. Und da war also Öl für die Leuchter. Da steht in Vers 14, ferne den Leuchter zur Beleuchtung mit seinen Geräten und Lampen. Dazu das Öl für die Beleuchtung. Halleluja. Die müssen also das Öl für die Beleuchtung nehmen. Diese Lampen müssten mit Öl funktionieren, lieber Geschwister. Und da gibt es also 5, die eine Lampe haben, aber kein Öl. 5, die Öl hatten. Halleluja. Und wir lesen weiter. Also, die Bibel sagt auch in 3. Mose, Halleluja. 3. Mose, ich war gerade also in 2. Mose, dann gehe ich also in 3. Mose, Kapitel 8. Da sieht man genau, wofür das Öl war. Halleluja. In Vers 12 steht, und er goss von dem Salböl auf dem Kopf Aaron und salbete ihn, um ihn zu heiligen. Oh, Rababasaka, Halleluja. Halleluja. Das Öl war da, damit Aaron war der Hohepriester. Er hatte das Öl bekommen, um ihn zu heiligen, beiseite zu legen, damit er sollte nicht wie die anderen leben. Er sollte sich also nur für den Herrn, nur für Joshua, nur für Yahweh sein, ihm dienen. Deswegen hat er also das Öl. Deswegen kam das Öl also auf seinen Kopf, damit er nur für ihn lebt. Liebe Geschwister, es gibt Lampen, es gibt Leuchte hier, die kein Öl haben. Das Öl hier ist also ein Bild von der Heilige Geist. Halleluja an alle, die ihm angenommen haben, alle, die an ihn glauben, hatte die Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden. Um ein Kind Gottes zu werden, muss man das Öl haben, den Heiligen Geist. Halleluja. Vom oben geboren sein. Halleluja. Nikodemus wollte wissen, wie geht das überhaupt? Wie kann ich wieder in Mutterleib, also von meiner Mutter gehen und wieder geboren werden? Nein. Der sagte, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Aber was von oben, vom Geist geboren ist, hey, Halleluja. Das sind die Kinder Gottes. Das sind die Leute, die Joshua bekommen haben. Nicht die eine Gruppe, wie sagt man das also, ein Verein, die sind in einen Verein beigetreten und wollen sich also als Christen bezeichnen. Die zahlen ihre Steuer, die sind so fromm da drin, jeden Sonntag gehen sie also immer schick gekleidet, sind da drin, essen ihre Kommunion, nur dieses Stück Brot und dann denken sie, danach werden sie also richtig heilig. Nee, nicht die Kommunion. Oder trinken also ein bisschen Wein oder Traubensaft, genau, Traubensaft. Die beten alle zusammen, ja, trinken Traubensaft, das geht rein, oh, das Traubensaft, das will ich also reinigen und dann laufen sie ganz normal. Aber sobald sie diese Gebäude verlassen, sind sie genauso gleich. diese Lampen, die leuchten nicht, die leuchten also für den Teufel. Die leuchten für diese Welt. Aber wir, Kinder Gottes, die das Öl haben, den Heiligen Geist haben, die leuchten für Joshua Mashiach. Halleluja. Die wurden geheiligt. Geheiligt für ihn. Für Yahweh. Nicht für diese Welt. Nicht die Leute, die irgendwelche Präsidenten verfolgen, weil er etwas Gutes getan hat. Aber was ist mit den ganzen bösen Sachen, die er getan hat? Ein Fuß also in der Gemeinde und ein anderer Fuß also draußen. Die Bibel sagt, der Herr sagt also, wenn du nicht mit mir bist,
dann bist du gegen. Du kannst doch nicht also einen Fuß da drin und dann einen Fuß draußen haben. Das ist nicht normal. Wo sind die Früchte der Heilige Geist? Wo sind diese Früchte? Wo sind diese Früchte? Die Leute werden also heute so richtig verführt. Richtig verführt. Ja, Christentum ist die Religion der Weißen. Ein Schwarzer, warum soll er so überhaupt also ein Christ sein? Wer hat euch überhaupt gesagt, dass die Weißen das Christentum in Afrika gebracht haben, zu den Schwarzen gebracht haben? Yeshua Mashiach, er selber zeigt sich also die Menschen. Ihr liest also die Geschichte, irgendwelche Geschichtebücher, also Pfarrer sind also in Afrika oder sowas gegangen und dann denkt ihr, dass sie also das Evangelium gebracht haben. Das war nicht das Evangelium. Die haben die katholische Kirche gebracht. Das Katholizismus, dieses System haben sie gebracht. Ja, Krankenhaus gebaut, ja, Schulen gebaut, aber die haben niemand Kinder Gottes gemacht. Niemand! Ein Christ ist jemand, der sein Herz Yeshua Mashiach gibt. Er bekommt dieses Öl. Halleluja. Oh, Rababasaka. Halleluja. Und glaubt ihr also, dass diese, was man da sieht, diese Leute, die tragen da so ein Kreuz, also Hüte und so ein Hut, so komisch gekleidet. Und denkt ihr, dass es Christ ist? Christ ist? Das ist kein Christ. Die haben sogar einen Papst. Vers 5. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Alle, die 10. Sogar die 10, die Törichten, die Dummen und die Klügen, alle sind eingeschlafen. Das ist die Verführung, liebe Geschwister. Die Verführung, die heute läuft, die Verführung. Der Herr hat mich sogar, der Herr lässt mich also verstehen, was wir gerade sehen. Oh, die ganze Welt also wird erschüttert. Einige Länder wollen nicht mehr also mit WHO zu tun haben, mit UNO zu tun haben. Es ist einfach damit am Ende, danach, wenn sie uns was Neues zeigen, etwas Neues, eine neue Weltordnung, damit alle zufrieden werden. Und die spielen. Diese sogenannten Präsidenten, die spielen alle, das ist Politik. Wieso glaubt ihr an die Politik? Politik? Du siehst da mit jemandem, wir sind Gegner von dem Fernseher, aber da hinten sind sie Freunde? Sind da so laute Freimaurer oder sowas und komische Sachen, Illuminati, ich weiß es nicht, also welche Namen? Und glauben Sie, dass diese Leute also Christen sind? Ein Christ steht für Yeshua Mashiach in alle seine Werke. Nicht nur ein Teil. Ich mache nur das also damit, um die sogenannten Christen zufrieden sind. Aber da mache ich also, was ich will. Das ist kein Christ. Ein Christ steht für Yeshua Mashiach von Anfang bis Ende. Und man sieht die Früchte. Die Früchte sind nicht nur irgendwelche Taten, die Früchte sind man auch in seinem Verhalten. Wie er die Sachen tut. Halleluja. Also nochmal Vers 5. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, also das heißt, er zögerte, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Die sind alle eingeschlafen. Das ist wegen die Verführungen, alle, sogar die das Öl hatten, sind eingeschlafen. Wir müssen aufpassen, lieber Geschwister. Aufpassen. Die Verführung kann auch die richtigen Kinder Gottes auch wegziehen, entziehen, alle schläflich machen. Steht auf, lass dich nicht also verführen. Die Liebe für die Wahrheit, also geht weg. Die Liebe fürs Gebet ist nicht mehr da. Man wird also erschweren und man spürt das. Das ist die Verführung, die gerade kommt. Aufstehen! Aufstehen! Also in Römer Kapitel 8. Halleluja! In Römer Kapitel 8, glaub schon. Oder, nee, Kapitel 13.
Römer Kapitel 13 steht also ab Vers 11 und dies tut also als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Halleluja! Wir Kinder Gottes, wir müssen diese Zeit erkennen. Wenn die Erschütterungen kommen, überall, wir sehen also, wie das gerade in der Welt ist. Wir Kinder Gottes sollen erkennen, dass das ist die Zeit, die Zeichen, wie wir letzten Mal also in unserer letzten Predigt also gehört hatten, die Vollendung des Zeitalters. Alle Zeichen sind da. Wir dürfen nicht einschlafen. Es ist die Zeit aufzustehen. Da steht, dass wir die Zeit erkennen, dass ihr aus dem Schlaf aufwachen. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als da wir zum Glauben kamen. Halleluja. Hey, liebe Geschwister, aufstehen. Lasst euch nicht also verführen. Schaut nicht auf die Menschen. Die Menschen, die einen guten Tag machen und der Rest ist also schlecht. Schaut nicht drauf und dann sagen sie, ja, wir sind nicht perfekt. Joshua Mashiach ist perfekt. Wir sollen Joshua Mashiach folgen. Nicht die Menschen. Die Menschen können uns also immer verführen, in die Irre bringen. Oh, ich verstehe das einfach nicht, warum Christen, sogenannte Christen, wir müssen auch wahren, liebe Geschwister. Und weiter, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, Halleluja, ein Geschrei. Die fünf Klügen sich angeschlafen, alle zehn sind angeschlafen. Aber dann kam ein Geschrei und sagte, aufwarten, siehe der Bräutigam. Er ist da, der Bräutigam kommt, aufstehen. Geht hinaus ihm entgegen. Steh auf, steh auf. Im Gebet, steh auf, wach auf. Wir müssen alle aufwachen, weil die Zeit ist da. Wir müssen diese Zeit erkennen, liebe Geschwister. Ah, oh, Halleluja, Halleluja. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Halleluja. Alle zehn sind aufgestanden, haben angefangen, also ihre Lampen zu schmücken. Wir stehen auf, damit wir unsere Lampen, diese Lampen sind auch unser Leben. Diese Lampen sind auch unsere Beziehung mit dem Herrn. Wir müssen das so schmücken, wir müssen das so vorbereiten. Genauso wie Esther in der Bibel. Die Bibel sagt also, dass Esther, sie hat also 12 Monate, sich vorzubereiten, um den König zu treffen. Und diesen 12 Monate, es gab also 6 Monate lang, wo sie nur mit Öl, oh, Halleluja, oh, Rokababasaka, Halleluja. Sie müssten sich also schmücken, sich schön machen. Wie die Gemeinde Joshua Mashiach haben wir gesehen. Diese Leuchte sind die Gemeinden. Wir müssen uns also vorbereiten, schmücken, schön machen. Das heißt, die Sünde weg. Das heißt, die Lüge von unserem Leben wegtun. Nur auf Joshua Mashiach gucken, schauen und folgen. Halleluja. Oh, Robabasaka. Hey, ah, Seigneur. Ah, Herr. Oh, ich weiß nicht mehr. Gottes Gegenwart ist so, ist da und ich bin so erfüllt. Halleluja, Halleluja. Um Mitternacht, Mitternacht ist das Zeichen, also wo die Sünde am meisten, wo die Dunkelheit also herrscht. Halleluja. Die Zeichen sind da, lieber Geschwister. Die Zeichen sind da. Wir müssen aufwachen, aufstehen. Halleluja. Und da steht also in Vers 8, die Störchen aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erleuchten. Das heißt, die Lampen hatten ein gewisses Licht. Die haben was, wenn die Bibel sagt, also, dass ihre Lampen erleuchten. Nochmal, nicht erleuchten, sondern ihre Lampen erlöschen. Das Licht war da und dann sind die Lampen einfach erlöscht worden. Nicht mehr. Die könnten nicht mehr beleuchten. Wow.
Wir müssen aufpassen, die Verführung. Die kein Öl haben, können auch eine gewisse Lampen, ein gewisses Licht zeugen. Die Bibel sagt ganz klar, dass der Teufel kommt auch als Engel des Lichts. Das heißt, er hat diese Fähigkeit, eine gewisse Licht auch zu strahlen. Und das ist also, was wir heute sehen. Die Leute gehen also in Theologie, die studieren Theologie, kommen also da raus mit einem gewissen Licht. Die sind also erleuchtet. Aber erleuchtet von was? Nicht dem Wort Gottes, nicht was der Herr will, nicht dem Wille des Herrn, aber erleuchten von der Philosophie. Die Bibel sagt ganz klar, wir dürfen nicht also die Philosophie dieser Welt also folgen. Halleluja. Aber das Wort Gottes müssen wir folgen. Was ist das? Was ist diese Leute? Die gehen also da drin, die kommen also als Pastoren und die lehren die Lüge dieser Welt, dieses Licht. Das Licht also zeigt nicht mal den Weg des Herrn. Dieses Licht erlöscht sich also irgendwann mal. Halleluja. Oh, Rubabasaka, Halleluja. Denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreicht, geh lieber hin zu den Verkäufer und kauft für euch selbst, wie oft haben wir die Leute gesagt, der Herr will eine persönliche Beziehung haben. Glaubst du, weil du also eine gewisse Gemeinde oder du bist also Teil von einem Verein oder sowas, glaubst du, dass du gerettet bist? Die Rettung kommt allein von Yeshua Mashiach. Er will eine persönliche Beziehung. Du musst selbst gehen. Kein Pastor wird das also für dich tun. Kein Pfarrer wird das für dich tun. Keine Konfession wird das für dich tun. Keine christliche Gemeinde oder keine Hand, keine Religion wird das für dich tun. Du sollst allein zum Herrn gehen und sagen, Herr, vergib mir für meine Sünde. Ich will, dass du in mein Herz kommst. Und dann will ich also mit dir mit dir gehen, bis in der Ewigkeit. Das für dich selbst. Dieses Öl kostet nicht. Die Bibel sagt sogar, komm und kauf ohne Geld. Aber diese Pastoren, diese Pfarrer oder Priester, die wir heute sehen, ja, gib der Zehnte. Wenn du das gibst, dann wirst du das also kriegen. Gib das, gib. Geld. Mit Geld? Glaubst du, weil du so viele Kinder geholfen hast? Glaubst du, weil du Häuser gebaut hast, also für arme Leute? Aber solange dein Leben nicht Yeshua Mashiach gehört, bist du verloren. Geh selbst, geh allein. Sprich mit ihm. Halleluja. Oh, die Zeit vergeht. Halleluja. Ich möchte gerne also dieses Thema, also einen zweiten Teil machen. Lieber Geschwister, also hier steht, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Es war zu spät. Mein Bruder, meine Schwester, du hörst gerade das Wort Gottes. Wenn du weißt, dass du dieses Öl nicht hast oder dass du dieses Öl verloren hast, geh zum Herrn. Geh zu Yeshua Mashiach, allein und für dich selbst. Schau nicht nach links oder nach rechts, nur auf Yeshua Mashiach. Er will uns alle retten. Er will dich retten, er will mich retten. Es geht um diese persönliche Beziehung mit dem Herrn Yeshua Mashiach. Oh, Halleluja. Später aber, Vers 11. Kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag
noch die Stunde. Der Herr sagt ihr, ich kenne euch nicht, nicht. Die dachten, dass der Herr sie gekannt hatte. Aber die hatten kein Öl. Das Öl ist diese Verbindung mit dem Herrn, den Heiligen Geist, wer Joshua annimmt. Dann wieder so ein Kind Gottes. Aber viele haben bestimmte Systeme angenommen. Die haben bestimmte Konfessionen angenommen. Die sind also in Vereine beigetreten. Die haben Menschen gefolgt. Die haben Organisationen gefolgt. Aber die hatten keine Verbindung mit Joshua Mashiach. Der Herr will die Menschen retten. Er will dein Herz, er will reingehen. Oh Herr, Halleluja. In Lukas 12, Vers, also ich glaube, dass ich ende da, Lukas 12, ab Vers 35 oder weiß nicht mehr. Warte mal, ich muss das suchen. Lukas 12, Vers 35. Ich werde also hier enden. Und wenn der Herr es will, vielleicht werden wir also ein zweites Teil haben. Oh, Halleluja. Hier steht also in Lukas 12, Vers 35, eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennen sein. Und ihr seid Menschen gleich, die, also hier, die Bibel sagt also, dass unsere Lampen müssen immer brennen. Also wir müssen immer das Öl haben. Aber was kann uns von dem, was nimmt das Öl weg? Das ist die Sünde. Falsche Lehre. Auf dem falschen Weg gehen. Aber wenn man Buße tut, man erkennt also seine Sünde, dreht sich und kommt zurück. Es gibt falsche Christen, lieber Geschwister, falsche Christen in einer Gemeinde, wo der Heilige Geist also überhaupt nicht mehr wird. Die sind da drin jahrelang voll mit Dämonen. Die Dämonen werden nicht mal ausgetrieben. Gar nichts. Keine Macht gegen das Bosheit. Gar nicht. Wenn man also von Dämonen spricht, dann haben sie schon Angst. Aber im Namen Joshua Mashiach haben wir die Macht bekommen, die Dämonen auszutreiben. Halleluja. Man sieht also in dieser Gemeinde, schau mal, wie die Jungs und Frauen gekleidet sind. Meine Güte, wo ist das Öl? Wo ist das Öl, der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist heilig. Und da er heilig ist, dann bringt er die Heiligung. Wir haben gesehen, also, dass der hohe Priester, also Aaron, hatte das Öl auf seinen Kopf gekommen, damit er sich heiligen kann. Dieses Öl verlieren viele Leute heute. Das Öl haben sie nicht mehr. Die sind in der Gemeinde, knutschen zusammen. Guck mal also die Jungen heutzutage. Guck mal die Jungen. Die haben Freundinnen. Küssen sich also nach Gebetstreffen. Küssen sich also und. Leben in Unzucht. Die Jungs tragen also Hose da unten, man sieht also ihre Popo, also hinten. Was soll denn das? Mädels also in sexy, sexy in der Gemeinde. Sexy. Hosen draußen, komplett draußen. Und sogar die Frauen, Senior, Halleluja. Falsche Christen. Wenn sie das Öl hätten, dann hätten sie wirklich erkannt, dass da was stimmt nicht. Da stimmt was nicht. Geh und hol das Öl. Diese Zeit, viele verlieren das Öl. Der Heilige Geist hat viele Gemeinden verlassen. Viele. Und es ist traurig, dass die Leute sich also als Christ bekennen. Und der Heilige Geist ist nicht mal da. Die haben gelernt, wie Christen zu wandeln, wie Christen zu reden. Aber das Öl haben sie nicht. Die haben sogar gelernt, wie Christen zu beten. Aber das Öl ist nicht da.
Sie können also mimiken, laufen, sich sogar kleiden. Aber das Öl ist nicht da. Wenn man also ihre Kinder oder ihre Familien, geht man nach Hause, frag mal also die Familienmitglieder, ist der dann Christ? Schwer. Wer ist ein Christ? Ein Christ ist jemand, der Joshua Maschia folgt. Er hat das Öl. Er hat das Öl. Ich wollte da mit diesem Vers enden, aber der Geist Gottes also führt mich also woanders. Ich habe nur also an einen Vers gerade gedacht. Halleluja. Lass mich das also suchen. Das ist in nicht in Hohelied. Warte mal. Ich glaube in Klagelied. Lieder. Genau. In Ezekiel, Kapitel 9. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten, also Vers 4. Der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und zeichne ein Kennzeichen an die Stirnen der Männer, die seufzen und stöhnen über all die Gräuel, die in ihrer Mitte geschehen. Der Herr hat da sein Zeichen auf diese Leute gesetzt, auf ihre Stirn. Lieber Geschwister, wir erleben gerade so eine harte Zeit. Erschütterung überall. Die Zeichen sind da. Der Herr kommt und holt seine Gemeinde. Aber er holt nur die Leute, die das Zeichen haben auf ihrem Stirn. Die Leute, die zu ihm gehören. Und die Bibel sagt also ganz klar hier, dass diese Leute dieses Zeichen ist das Zeichen des Herrn, das Öl, ein Heiliger Geist. Der Heilige Geist also wird einen Unterschied machen. Der Herr allein weiß, wer wirklich ein Kind Gottes ist. Im Namen Joshua Maschia segne ich euch und danke für diese Zeit. Und ich bete, dass wir uns alle ändern und dass wir uns alle vorbereiten. Im Namen Joshua Maschia. Amen.